Es war falsch, sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Und es lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich kann es nicht leiden, wenn Fremde so viel über mich wissen. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellare Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Ich bin ein Agent des Shadow Brokers. Ich habe gehört, dass Ihre Auskünfte einiges kosten. Normalerweise würde Sie diese Information ein kleines Vermögen kosten. Aber es sind außergewöhnliche Umstände. Daher gebe ich sie Ihnen gratis. Wo ist der Haken dabei? Es gibt keinen. Der Shadow Broker ist derzeit sehr erzürnt über Saren. Ich kenne keine Details, aber der Shadow Broker hat jemanden angeheuert, der sich darum kümmern soll. Wie kann ich ihn finden? Ich hörte, dass er den Zitadell-Sicherheitsdienst besuchen wollte. Sehr seltsam. Aber ich glaube kaum, dass er das freiwillig tut. Sie
Zeugen haben Ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Nur weiter. Raus hier. Ich versuche, Saren zu schnappen. Balafon schickt mich. Balafon ist schlau. Klären Sie mich auf. Ich soll den Besitzer von Koras Nest ermorden. Ein Typ namens Fist. Eine Quarianerin war hier auf der Zitadelle. Sie war auf der Flucht. Sie wollte Informationen gegen ein sicheres Versteck eintauschen, also ging sie zu Fist. Er versprach ihr, ein Treffen zwischen ihr und dem Shadow Broker zu vereinbaren. Was hat Saren damit zu tun? Die Quarianerin hat etwas, das Saren mit den Geth verbindet. Er zahlte Fist ein kleines Vermögen für sie. Wenn wir an diese Beweise rankommen... Wo ist die Quarianerin jetzt? Zuletzt hatte Fist sie noch. Wahrscheinlich in seinem Club. Und Garrus? Er könnte nützlich sein. Er war gerade noch hier, bevor sie kamen. Er meinte, er würde einer Spur nachgehen. Er wollte mit dem Klinikarzt reden. Los geht's. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie hätten die Geisel treffen können. Es musste schnell gehen. Ich habe nur reagiert. Ich wollte nicht... Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Der, von denen ich Ihnen erzählt habe, Shepard. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Willkommen an Bord, Garrus. Fist wird uns schon erwarten. Wenn wir zuschlagen, dann muss es ihn auch hart treffen. Warten Sie! Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Sagen Sie mir, wo das Treffen stattfindet, bevor ich Ihnen den Schädel wegblase. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow... Ich habe ihr das Sagen, wenn Sie sowas nochmal machen. Er war der Einzige, den ich noch hatte. Gibt es keine dringenderen Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen? Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Haben Sie sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Fist hat mich reingelegt. Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird Sie ohnehin sehen wollen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Sie wollten Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Hier sind Sie. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise. Davon habe ich ja noch nie gehört. Es ist eine Tradition bei meinem Volk. Wenn wir erwachsen werden, lassen wir die Schiffe unserer Eltern und unseres Volkes zurück.
Allein suchen wir nach den Sternen und kehren erst zur Flottille zurück, wenn wir etwas von Wert gefunden haben. Nach was für Dingen suchen Sie denn? Das können Ressourcen wie Nahrung oder Treibstoff sein, neue nützliche Technologien oder Wissen, das der Flottille das Leben erleichtern kann. Durch unsere Pilgerreise beweisen wir, dass wir etwas zur Gemeinschaft beitragen können. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Diesmal kommt Saren nicht davon. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ist das eine neue Form außerirdischer? Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter, als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Wir müssen es ihnen sagen. Auch wenn sie es nicht glauben, so beweist es doch, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tully. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. Na los. Odina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme. Wer ist sie? Matriarchin Venesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander.
Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen. Immer wenn die Menschheit Sie um Hilfe bittet, ignorieren Sie uns. Shepard hat recht. Ich habe diesen Rat satt und seine antihumanen Botschafter, es gibt noch eine andere Lösung. Ein Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Commander Shepard, vortreten. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbar. Was erwarten Sie von einem Politiker? Ich habe Neuigkeiten für Sie, Shepard. Captain Anderson gibt das Kommando über die Normandy ab. Das Schiff gehört jetzt Ihnen. Sie ist schnell und leise und Sie kennen die Crew. Das ist nicht richtig. Die Normandy gehört Ihnen. Sie brauchen ein eigenes Schiff. Ein Spectre ist niemandem außer dem Rat Rechenschaft schuldig. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Saren ist weg. Versuchen Sie gar nicht erst, ihn zu finden. Aber wir wissen, was er will. Die Röhre. Seine Geth suchen in der ganzen Traverse nach Hinweisen. Kurz bevor der Kontakt zu unserer Kolonie im Pharos-System abbrach, wurden dort Geth gesichtet. Und sie sind auch in der Gegend von Noveria aufgetaucht. Finden Sie heraus, was Saren auf Pharos und Noveria gesucht hat. Sonst noch was? Es gibt noch eine weitere Spur. Matriarchin Benesia, die andere Stimme auf der Aufzeichnung. Sie hat eine Tochter, eine auf die Proteaner spezialisierte Wissenschaftlerin. Wir wissen nicht, ob sie involviert ist. Aber vielleicht sollten wir sie suchen und selbst fragen. Vielleicht weiß sie etwas. Sie heißt Liara. Dr. Liara Zoni. Laut unseren Berichten hat sie eine archäologische Ausgrabungsstätte. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Sie sind jetzt ein Spectre und uns keine Rechenschaft mehr schuldig. Aber Ihre Taten werden stets auf uns Menschen zurückfallen. Ich werde versuchen, Ihnen die Sache nicht noch schwerer zu machen, Botschafter. Das freut mich, Commander. Vergessen Sie nicht, Sie waren ein Mensch, bevor Sie ein Spectre wurden. Ich muss zu einer Besprechung. Captain Anderson kann Ihnen alle weiteren Fragen beantworten.
Wie geht es Ihnen? Es geht so. So hatte ich mir mein Karriereende nicht vorgestellt. Dieser Papierkram geht mir auf die Nerven. Aber Sie sind der Einzige, der Saren aufhalten kann. Ich glaube an Sie, Shepard. Das Einzige, was jetzt zählt, ist, Saren aufzuhalten. Ich hörte, was Captain Anderson zugestoßen ist. Überlebt hunderte Schlachten, nur um dann politischen Schiebereien zum Opfer zu fallen. Passen Sie auf sich auf, Commander. Captain Anderson sollte das Kommando haben. Ich fühle mich, als hätte ich ihm sein Schiff weggenommen. Der Captain wurde ausgebotet. Aber Sie hätten auch nichts daran ändern können. Wir geben Ihnen keine Schuld. Jeder auf diesem Schiff steht hinter Ihnen, Commander. 100%. Intercom ist freigeschaltet. Hier spricht Commander Shepard. Wir haben folgende Befehle. Wir müssen Saren finden, bevor er die Röhre findet. Bis jetzt wurde nur eine menschliche Siedlung in der Traverse angegriffen. Aber Saren hat noch viel mehr vor. Unser Feind weiß, dass wir kommen. Dies ist die wichtigste Mission, die wir alle je erlebt haben. Das Schicksal der gesamten Galaxie hängt davon ab. Wir werden Saren aufhalten. Um jeden Preis. Der Captain hat alles aufgegeben, damit wir diese Chance bekommen. Kein Versagen. Ja, Sir. Liara Zoni, vermute ich. Der Göttin sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand nach mir suchen würde. Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venetias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art protianische Sicherheitsvorrichtung. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchte, versteckte ich mich hier drinnen. Können Sie das glauben? Geht hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Wir müssen nur einen Weg finden, wie wir dieses Energiefeld umgehen können. Es ist ein proteanisches Barrierefeld. Ich wusste, es würde mich vor dem Gate schützen. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Wie sind Sie hier reingekommen? Wir haben uns mit dem Bergbaulaser reingesprengt. Natürlich. Klar, das ergibt Sinn. Holen Sie mich bitte hier raus, bevor noch mehr geht kommen. Der Knopf da drüben sollte das Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Denk schneller, Miss Experte für Proteaner. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat es nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt! Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Das muss schneller gehen. Los, los, los!
War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geld hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Gate Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara. Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Gehen Sie zur Ärztin. Alle anderen, wegtreten. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zoni bei Ihnen an Bord ist. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine. Wir wären dort fast ums Leben gekommen. Es wimmelte dort nur so von Geth. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie.